Vielen Dank. Franz! 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 Hier bei der Arbeit! Oh. Franz! Schütze Franz Putzer, ehemals Bursche im Bataillon 123, meldet sich gehorsam zur Stelle. Rühren! Wie oft muss man hier eigentlich rufen, bis Sie kommen? Wie oft haben es Herr Major denn probiert? Fünfmal! Sehen Sie, fünfmal genügt. So. Was haben Sie mir hier serviert? Was ist das? Eine Schrippe. Was ist mit der? Die ist alt! Herr Major werden auch nicht jünger. Was soll das sein? Kaffee oder Tee? Wonach schmeckt's denn? Nach nichts. Dann ist es Tee. Kaffee schmeckt bei uns nach Kakao. Wie stehen Sie denn überhaupt da, Schützenputzer? Herr Major, die Zeiten haben sich geändert. Herr Major sind leider ade. Zu Unrecht. Völlig zu Unrecht. Hätte man auf mich gehört, hätten wir die Schlacht bei... Hätten wir die Schlacht gewonnen. Ich muss das riesig wissen. Ich bin in der Schlacht bei... Wie heißt sie denn? Ich bin in der Schlacht verwundet worden. Ich wurde auf einem Munitionswagen abtransportiert. Auf einem Sanitätswagen, Herr Major. Auf einem Munitionswagen! Ich war so voll Blei, dass er beschlossen hatte, mich auf einen Munitionswagen zu legen. Verstehe. Quatschen Sie nicht, bringen Sie mir die Zeitung. Die ist besetzt. Wird gelesen. Ja, wozu haben Sie denn Zeitungen, wenn die dauernd gelesen werden? Liederliche Wirtschaft, das. Zahlen. Zu Befehl, Herr Major. Wie viel Cognac hatte ich denn? 5, Herr Major. Das macht? 1,50. Frechheit für das Gift. Da, bringen Sie mir noch einen. Zu Befehl, Herr Major. Kommendes Volk! Ich werde diese Wirtschaft in Zukunft meiden! Herr Major hat noch einen Cognac bestellt! Ruhe! Was muss der Soldat? Tapfer sein, Herr Major! Quatsch! Maul halten, wenn du nicht gefragt bist! Mach ich doch die ganze Zeit! Gut, der Mann! Weitermachen! Das ist ein unangenehmer Herr! Ach, geht! Ich wollte, wir hätten 10 von denen! Leider haben wir 100. Ach. Schimpft, schwört jedes Mal, er kommt nicht wieder. Und das mindestens zweimal pro Tag. Salam alaikum, liebe Leute. Professor Bernardi, wieder mal in Berlin. Heute Morgen eingetroffen. Einen Madeira, schnell. Madeira schnell haben wir nicht. Nur große Madeira oder kleine Madeira. Nehme ich einen großen. Einen großen Madeira. Ja. Wer ist denn das? Professor Bernardi. Er bereist die Welt wegen der Wissenschaft, sagt er. Entschuldigen Sie? Oh, keine Ursache, Madame. Kennen wir uns? Nein. Umso besser, dann kennen wir uns jetzt. Küss die Hand, gnädige Frau. Oh, ich bin Josephine Zillertal, Schriftstellerin. Ah, hocherfreut. Bernardi, Professor, auch Fallensteller. Kleiner Scherz. Ich bin Weltreisender. Ich stehe stets zu Diensten, wie es auch sei und wo es auch sei. In welchem unserer Erdteile, deren wir gewiss zu Ihrem größten Leidwesen nur 5 haben, waren Sie jetzt gerade? In Afrika, bei der Löwenjagd. Ach, ja. Ist das nicht gefährlich? Bitte. Aber nein. Ich war ja da mit meinem Bruder. Wie schön! Sie haben einen Bruder. Nicht mehr seit der Löwenjagd. Oh, weh. Ja. Herzliches Beileid. Danke. Der große Madeira. Danke. Bitte. Danke. Pardon, Madame. So. Sie entschuldigen mich, ich muss los. Vielleicht sieht man sich einmal wieder. Das wäre nett. Auf Wiedersehen. Bye, bye. Herr Kellner, ich möchte auch bitte zahlen. Sehr wohl. Sie hatten? Eine Schokolade und ein Stück Kuchen. Genau eine Mark. Bitte. Das ist genau eine Mark. Ach so, Sie meinen das Trinkgeld. Lassen Sie sich ruhig Zeit.
Bitte. Danke. Sagen Sie, ist es weit zur Chausseestraße 198? Wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Chausseestraße 198? Das ist hier. Hier? Aber das kann nicht sein. Also ich weiß es ganz genau. Das Haus gehört meinem Vormund. Ach so. Ja. Wissen Sie denn, wo die Pension Schöller ist? Auch hier. Im ersten Stock. Ach. Ja, in Bernin sind Pensionen oft in oberen Etagen. Na sowas. Ja. Da hätte ich ja meinen Koffer schon nach oben bringen können. Hier ist also die Pension Schöller. Ja, und der Inhaber der Pension Schöner ist mein Onkel Schöner. Ach, Schöner. Nein, Schöner. Ich dachte, es heißt Schöller. Ja, Schöner, ich sagte doch, Schöner mit N wie Ludwig. So. Der Buchstabe N fängt mir etwas schwer. Sie müssen nämlich wissen, ich war auf der Schule ein Musterschüler. Annes habe ich gewusst, Annes. Aber eines Tages, da fragt der Lehrer, wo ist Napoleon gestorben? Ich will sagen St. Helena. Und sage St. Helena. Anne Mitschüler haben mich ausgenacht. Und seitdem kann ich kein N mehr sprechen. Ich sage statt N immer N. Schön. Ich muss gleich alles aufschreiben. Herr Schöller wird staunen, dass der Zufall uns hier zusammengeführt hat. Oh, ich möchte Sie im Gegenteil bitten, ihm nicht zu sagen, dass ich um diese Zeit hier unten im Café war. Warum denn nicht? Es dürfte Sie kaum interessieren. Oh, doch. Ich bin ja deshalb hier, um mich für alles zu interessieren. Ich bin Schriftstellerin und suche Stoff für meine Romane. Ich höre, sehe, notiere, sammle. Ich bin Josephine Zillertal. Josephine Zillertal? Nein, ach so, ja. Schriftstellerin. Dann sind Sie ja auch Künstlerin. Sind Sie Künstler? Ja, aber das ist mein Problem. Ich habe mein Leben der Kunst gewidmet, aber mein Onkel Ludwig ist zwar ein lieber Kerl, aber der will und will mich nicht lassen. Der will, dass ich Kaufmann neibe. Augenblick. Interessant. Sie werden mich verstehen. Eigentlich bin ich Schauspieler. Der Romeo ist eine Tonne Ronne. Balkonszene. Ja, willst du schon gehen? Der Tag ist ja noch fern. Es war die Nachtigall und nicht die Närrchen. Jetzt dein banges Ohr durchdrang. Sie singt des Nachts auf dem Granatbaum dort. Genau neben mir, es war die Nachtigall. Anne Ronne möchte ich spielen. Dann lasst mich den Löwen aufspielen. Oh Gott. War ich zu laut? Das ist mir jetzt so rausgeschnüpft. Ich werde auch nicht nachlassen, bis ich endlich öffentlich auftrete. Und durchfalle. Na, um Gottes Willen, nein! Doch, in meinem Roman fallen Sie durch. Verlassen Sie sich drauf. Wunderbar. Tragisch. Traurig. Auch Liebe werden Sie erleben. Ich höre Sie sagen... Oh, lieb, solange du lieben kannst. Die Stunde kommt, die Stunde naht.
wo du am Grabe stehst und knackst. Oh Gott, schon 1 Uhr, ich muss los. Nas, Nas, so wären es die schwedischen Hörner. Wannensteins Nager. Vielen Dank. Guten Tag, die Dame. Hereinspaziert. Hier beißt keiner. Ich suche einen Mann. Oh, im Augenblick haben wir eine wenig Auswahl. Er ist ja wohl noch nicht da. Was darf ich gnädigste bringen? Melange, bitte. Melange. Oder lieber Schokolade mit Schlagsahne. Schokolade mit Schlagsahne, keine Melange. Oder noch lieber eine Tasse Bouillon. Eine Tasse Bouillon, keine Schokolade, keine Schlagsahne, keine Melange. Danke. Nee, ich nehme doch lieber einen Kaffee. Mit etwas Sahne, sodass er schön goldbraun, nicht so dunkelbraun, nicht so milchig, eben gerade ockergoldbraun ist. Wie die Dame befiehlt. Ja, wo laufen Sie denn hin? Zum Maler. Ich suche ein paar Farbmuster. Oh, guten Tag, Tante Ida. Alfredchen, ach. Na, das war aber feucht. Hast du Onkel Philipp nicht gesehen? Nein, er hat gesagt, wir sollen uns hier im Café treffen. Ja, das hat er mir auch gesagt, aber es ist doch schon 2:30. Mann, hoffentlich ist ihm nichts passiert, setz dich. Milch und Zucker ist drin. Umgerührt ist auch schon. Nur trinken müssen Sie allein. Tag der Herr, auch besondere Wünsche? Mir ein Bier. Läuft schon. Der Onkel macht mir Sorgen. Seit er das Geschäft aufgegeben hat, hat er ganz wunderliche Ideen. Ich führe ihm gerne den Haushalt. Und ich find's auch schön auf dem Lande. Aber neuerdings steckt er voller Eigenart, ja. Ja, fast ein bisschen hier. Abstruser Ideen. Was will er von dir? Eigentlich wollte ich ihn was fragen, aber ich weiß nicht, wie ich es anfangen soll. So! Ach so, da bin ich schon. Da ist er ja. Uff, ach Kinder, es ist einfach toll hier in Berlin. Sag mal, wo bleibst du denn so lange? Wenn du wüsstest, was ich erlebt habe, würdest du nicht fragen. Ja, wenn ich das wüsste, würde ich schamrot hier sitzen. Nee, ausgerechnet der Tag nicht erlebt. Leider. Was du auch immer für entzückende Gedanken hast, Schwesterchen. Aber Kinderkids, ich habe die Großstadt erlebt. Und ich habe den Berliner Humor kennengelernt. Am Anfang braucht es zwar etwas Übung, um den zu verstehen, aber dann ist er köstlich. Frage ich doch, wie komme ich am besten ins Naturkundemuseum? Sagt der Mann, am besten sie lassen sich ausstopfen. Sagt der Herr, was kann ich für Sie tun? Oh, bitte einmal entladen, ja? Und dann... Denn auch so ein schönes, kühles Blondes, wa? Aber rasch, Schwätzchen. Was ist denn das da für ein abscheuliches Ding? Das ist ein fotografischer Apparat. Damit können wir Momentaufnahmen machen, auf Platten. Das Modernste, was es gibt. Es wird Zeit, dass wir ein bisschen Leben auf unseren Gutshof bringen. Oh Gott, ich ahne Schreckliches. Wart's nur ab, Schwesterchen. Wenn wir bloß wieder zu Hause in Küritz wären. Na, heute Abend bist du ja wieder zu Hause in Küritz. Mhm. Ich dagegen, ich bleib noch in Berlin. Was? Du willst noch länger in dieser sündigen Stadt bleiben? Ja, ja, ja! Ich bin ganz begeistert von dem Tempo und dem Leben und den Neuigkeiten, denen man hier auf Schritt und Tritt begegnet. Also Philipp, ich mach mir wirklich Sorgen um dich. Ja, ich will's. Fahr du mal schön nach Hause, da hast du genug Ruhe und kannst dir in aller Ruhe Sorgen machen. Hm? So, hier ist das Billett. Und ich komm dann in 2 Tagen nach. Was willst du denn hier noch machen, außer Dummheiten? Siehste, und genau das sag ich dir jetzt nicht. Was meinst du, warum ich nicht geheiratet habe? Damit ich keiner Frau jemals Rechenschaft ablegen muss. Ich mein's ja nur gut. Nur gut. Ich weiß. Ich hatte mal einen Freund. Das halbe Leben hat ihn seine Mutter gefragt, wohin gehst du? Und die zweite Hälfte fragt ihn jetzt seine Frau, woher kommst du? Die haben's auch nur beide sehr gut mit ihm gemeint. Du willst mich also los sein? Och, das hast du jetzt aber schnell begriffen, Schwesterchen. Ach, Kellner! Kellner, seien Sie doch bitte so gut und helfen Sie der Dame, ihre Pakete zu einer Droschke zu expedieren. Sie ist pressiert. Oh la la! Sonst verpasst sie noch ihren Zug. Sehr zu Diensten, der Herr. Und der tut gut. Nur mal Dalli, gnädige Frau.
Bei dem Trinkgeld bin ich parteiisch. Schwester, schnell, da laufen deine Pakete davon. Also, sowas wäre mir in Küritz nie passiert. So, die wären wir erstmal los. Eine gute Seele, aber manchmal geht sie einem ganz schön auf die Nerven. Aber sie wirtschaftet gut. Aber jetzt zu dir, Alfred. Du wolltest mich sprechen, Onkel? Jawohl, ja. Ich habe gehört, du willst dich selbstständig machen. Ja. Ja. Darf man denn fragen, was es werden soll? Ja, ein Künstlercafé. Oh, ein Künstlercafé. Also meinen Segen hast du. Man muss sein Leben in die Hand nehmen. Fleißig, strebsam, sparsam. Du bist jung, du hast Kraft. Worauf wartest du? Auf Geld. Oh, mein Junge, ich war arm. Und ich war auch reich. Und ich sag dir was und merk dir das fürs Leben. Reich sein ist besser. Das glaube ich dir gerne, Onkel. Deshalb möchte ich doch reich werden, so schnell wie möglich. Aber um reich zu sein, braucht man Geld. Ah ja? Na dann halt dich mal fest. Ich gebe es dir. Im Ernst? Du willst mir wirklich... Du musst mir einfach einen Gefallen tun. Na, jeden Onkel Philipp. Das ist schön. Ich möchte, dass du mich in eines dieser... Mensch, wie sagt man denn da? In eines dieser gewissen Häuser einführst. Ja. Moment, ich weiß nicht, ob ich dich jetzt richtig verstanden habe. Du hast, mein Junge, du hast. Was meinst du, warum ich Tante Ida nach Hause geschickt habe? Aber Onkel, ich war doch noch nie in so einem... Du weißt doch hier Bescheid. Ich will mir doch sowas nur mal ansehen. Ich hab doch in Küritz auf meinem Gut dieses leerstehende Herrenhaus. Was? Und daraus möchtest du wirklich ein Bordell machen? Und daraus möchte ich wirklich ein... Was, ein Bordell? Wie kommst du denn darauf? Quatsch! Ein Kurhaus für Verrückte. Na Mensch, wie nennt man denn den? Keine Ahnung. Nervensanatorium. Irgendwoher? Nervensanatorium. Das ist eine Sache mit Zukunft. Da steckt eine Menge Geld drin. Bald wird es nur noch Verrückte und Alte geben. Aber diese Idee ist leider nicht von mir. Die ist von unserem Apotheker Helfrich. Der größte Angeber an unserem Stammtisch in Küritz. Was der immer für Räuberpistolen erzählt von seinen Aufenthalten in Berlin. Und das ärgert mich, was der immer alles erlebt hat. Ach. Also hör zu. Es soll ja hier in Berlin in solchen Häusern Soireen. Soireen. Also das sind Gesellschaftsabende geben. Und das soll das Lustigste sein, was es überhaupt gibt. Ich könnte davon am Stammtisch erzählen. Und wenn ich dann noch so ein Etablissement auf meinem Gut aufmache, dann bin ich doch der gemachte Mann. Na, da. Was denn das? Ach, die Wachablösung. Eine außerordentlich sehenswerte Angelegenheit. Würde ich dringend empfehlen, sich anzusehen. Machen wir! Bin gleich zurück. Ich mache davon eine fotografische Momentaufnahme. Moment! Was machen Sie denn für ein Gesicht? Ach, so ein Mist. Gerade habe ich noch gejubelt und... Schon bin ich am Boden zerschmettert. Spinnen Sie? Ein Glücksbild sind Sie mit diesem Onkel. Er bringt Geld. Ja, wenn ich ihn in die Irrenanstalt bringe. Soviel ich weiß, wollte er auf ein Fest einer Nervenanstalt. Er muss doch durch verschlossene Türe, bewachte Tore und... Ja, und wer weiß was, um da reinzukommen. Und wenn die Verrückten auswärts feiern? Wie auswärts feiern? Einen Gesellschaftsabend auswärts feiern. Wie meinen Sie das? Denken Sie doch mal nach. Haben Sie schon mal größere Idioten gesehen als die, die man auf einem Gesellschaftsabend bei Schöller sehen kann? Es findet übrigens hier unten im Café statt. Und raten Sie mal, wer hier Einfluss hat. So. Nein, das geht nicht. Darauf fällt er nicht rein. Wissen Sie was Besseres? Versuchen Sie es. Ich darf ihn doch nicht belügen. Das lassen wir meine Sorge sein. Aber jetzt sagen Sie mal, irgendwoher kenne ich Sie doch. Da haben Sie ja noch was zum Nachdenken. Hier aus Berlin? So, da bin ich wieder. Ich habe den Tambourmajor und den Schellenbaum direkt im Visier gehabt. Na, das ist ja großartig, Onkel. Ist die Aufnahme denn was geworden? Nee, hab der Platte vergessen. Na, du siehst mir aber nicht so aus, als hättest du dir inzwischen was für mich überlegt. Du. Onkel, was du möchtest, ist einfach unmöglich. Normalerweise unmöglich, aber wir haben Glück. Glück ist das Wichtigste im Leben. Bitte schießen Sie los. Ach, Onkel. Wer Geld will, darf nicht jammern. Bitte. Der Zufall will es, dass heute Abend ein Gesellschaftsabend eines
Privatsanatorium stattfindet. Ein Privatsanatorium? Eines Privatsanatoriums? Na, das ist doch genau das Richtige. Es soll ja davon inzwischen die ganze Menge in Berlin geben, wa? Und genau das stelle ich mir für mein leerstehendes Haus vor. Ein privates Nervenheilsanatorium. Außerdem soll es ja auf diesen Soireen besonders lustig zugehen, da die werden Augen machen am Stammtisch. Besonders dieser Apotheker, dieser olle Angeber, der wird sich ärgern haben. Aber Onkel, gut. Es findet nicht in dem Sanatorium selbst statt. Es ist ein Gesellschaftsabend außerhalb desselben. Was? Außerhalb der Anstalt? Aber das ist doch gerade das Lustige. Die fühlen sich frei und lassen sich so richtig gehen. Na, das leuchtet ein. Außerdem gibt es uns die Möglichkeit, mitten unter ihnen zu sein. Ich schwöre, sie fallen gar nicht auf unter denen. Ha, da hat er doch recht. Wie heißt denn diese Anstalt? Die Anstalt? Die Anstalt. Pension Schöller. Was? Pension Schöller? Ganz einfach? Oh. Oh, das ist ja raffiniert. Und wo findet die Soiree statt? Die Soiree, hier in diesem Café. Hier in diesem Café? Hier in diesem Café? Ja, ein toller Zufall nicht, denn die Pension Schöller befindet sich hier im ersten Stock. Och. Vielleicht haben wir sogar Gelegenheit, im Laufe des Abends in die richtigen Räume zu gelangen. Ein Stockwerk höher. Na, das wäre ja fantastisch. Das kannst du ja kaum noch erwarten. Was soll ich denn hier sein? 9 Uhr beginnt's. Um 9 Uhr bin ich hier. Nein, Onkel, wir sind die Ersten. Wunderbar. Ich freue mich schon, den Ersten hereinkommen zu sehen. Den Ersten ver... Onkel, du hast mir doch versprochen, das Wort nicht auszusprechen. Verehrter Patient, hätte ich doch gesagt. Auch das nicht. Halt dich doch für Menschen wie wir. Natürlich, weiß ich doch. Übrigens, ich war im ersten Stock. Keine Angst, nur vor der Türe. Fantastisch, wie Judith getarnt ist. Sieht tatsächlich aus wie eine ganz normale Pension. Guten Abend. Guten Abend? Soll das ein Witz sein? Ich bin der, der heute Abend arbeiten muss. Oh. So, 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 sa, sa, sa. Ich höre schon was. Pass auf, da kommt gleich der Erste. Sound, sound, sound. Das ist der Direktor. Was, der Direktor? Der ist auch nicht ganz normal. Herr Schöller, die Herren aus Kürenz. Oh, Gäste, guten Abend. Herzlich willkommen, gestatten Schöller, wie die gleichnamige Pension. Hoch erfreut, Sie an unserem heutigen Gesellschaftsabend begrüßen zu dürfen. Na, ebenso hoch erfreut. Ja. Klapprot, Philipp, jetzt ist gut, wa? Ja. Alfred, mein Neffe, ja. Der hat mir ja schon sehr viel von Ihrer Pension erzählt. Ich hoffe nur Gutes. Aber natürlich, ja. Ja, ich bin natürlich stets bestrebt, den Pensionären den Aufenthalt hier so angenehm wie nur möglich zu machen. Pensionäre ist gut. Ja, man kann natürlich auch Gäste sagen, nicht wahr? Hervorragend! Ja, das stimmt. Ja. Komfortabel eingerichtet, vorzügliche Verpflegung, aufmerksame Bedienung, helle Zimmer, Musik- und Lesesalon, Bäder im Haus mit Dusche. Auch kalte? Wie bitte? Na, kalte Duschen. Ach, wollen Sie eine kalte Dusche? Nee, ich brauche keine. Das ist aber gar nicht so schlecht. So? Haben Sie oft Schnupfen? Na ja, also ab und an, wa? Ja, sehen Sie, Sie sollten jeden Tag kalt duschen. Ja, ich habe nie Schnupfen. Mein Geheimnis, einmal am Tag kalt duschen und ich schlafe liegend. Nein. Doch ja, halt! Ich stehe pünktlich 5 Uhr früh auf und steige mit nassen Füßen in die nackte, kalte Wanne. Mit kalten Füßen in die kalte, nackte Wanne. Mit nackten Wannen in die kalten, nassen Füße. Mit nackten Füßen in die nasse, kalte Wanne. Ja, ja, ja! Ja, ja. Und was mache ich abends? Nun? Kalte Fußwickel.
Wissen Sie, warte halt lieber schnuppen. Sie sind ein sehr fideler Herr, wie ich sehe. Ja, ich werde Ihnen demnächst meine Tochter vorstellen. Oh. Ja, aber jetzt müssen Sie mich entschuldigen. Ich muss mal nachsehen, wo meine Zöglinge bleiben. Zöglinge ist ja köstlich. Ja, ich habe für meine lieben Gäste viele Kosenamen. Der ist ja herrlich! Der ist ja herrlich, Mensch! Onkel, reiß dich doch bitte zusammen, ich bin schweißgebadet. Ach, hat er doch ja nicht mehr gehört. Da wird doch wohl keiner entsprungen sein. Ist ja wirklich zum wahnsinnig werden. Wahnsinnig werden ist gut. Okay. Du bist ein Goldjunge, Alfred. Der Apotheker wird grün werden von Neid. Schützenputzer! Siehst du? Zu Befehl, Herr Major! Guter Mann, rühr! Alfred, ich bin glücklich! Ach! Und ich sterbe vor Angst! Ein, der glaubt, der ist Major, haben die Hochs. Ja, gut! Putzer, entfernen Sie die Dame aus meiner Nähe. Das ist der Befehl. Welche Dame? Herr Major, was gibt's denn? Ich werde Ihr Direktor. Ich verlange diese Dame sofort zu entfernen. Jawohl, Herr Major. Wie mach ich das bloß? Wie mach ich das bloß? Gnädigste! Welche Dame? Entfernen Sie diese Dame oder ich ziehe Konsequenzen. Das ist eine Drohung. Ja, ich weiß nicht, wen er meint. Er weiß nicht, wen ich meine. Reißen Sie sich zusammen, Mann. Da ist eine oben im Essenstock, die fragt einem ein Loch in den Bauch. Meine alte Wunde droht, wieder aufzubrechen. Er meint die Schriftstellerin, unseren neuen Gast. Ja, wenn die nicht sofort geht, ziehe ich auf der Stelle aus. Köstlich, der will ausziehen, sagt er. Onkel, du hast mir doch versprochen, ja, dass ja, du... Ja, ich zahle dir jedes Mal eine Mark, wenn ich dich erschrecke. Ja, Major, ich bitte Sie... Was heißt, Sie bitten mich? Die ist verrückt. Sie heißt Zillertal, sagt sie, meint sie ist sie. Der ist ja wirklich irre. 3 Mark. Also, ich muss Ihnen sagen, Herr... Ich habe Ihren Namen vergessen. Na, das wundert mich nicht. 4 Mark. Klapprot, wie Blaudeckel. Herr Klappblau. Nee. Rot. Herr Klapprot. Gut. Der Major ist etwas schwierig. Entschuldigen Sie bitte. Und der Teig nicht anders erwartet. Sie kommt, lieber Major. Sie kommt. Warten Sie doch. Erzählen Sie mir doch weiter. In Deckung, die Verrückte. Ja. Ja, darf ich die Dame bekannt machen? Na, die ist ja auch nicht schlecht. So, 10 Mark jetzt. 9 Mark 50 durch, pass auf. Ja. Frau Josephine Zillertal, Herr Klapprot Senior. Erfreut. Und Herr Klapprot Junior. Erfreut. Haben Sie mein Buch Vertrautes Herz gelesen? Anna. Natürlich. Und mein Roman, Ich warte auf dich. Na, den doch erst recht. Kommen Sie, ich werde Ihnen jetzt meine Räume in der ersten Etage zeigen. Ach, einen Moment, ich bin daran gar nicht so interessiert. Ja, aber Sie werden begeistert sein, glauben Sie es mir. Kommen Sie nur, Ihr Herr Onkel ist jetzt ohnehin für einige Zeit belegt. Aber nein, kommen Sie, kommen Sie. Setzen wir uns. Aber gern. Wie haben Ihnen meine geistigen Ergüsse gefallen? Delikat. Besonders der 2. Aufguss. Was für eine schöne Ausdrucksweise Sie haben. Und wie fanden Sie Mario? Mario? Ja, wer ist denn das nur wieder? Also, da war ich ja ein bisschen überrascht. Also, wie der sie in die Arme nimmt und küsst. Aber Mario ist doch ein Pferd. Naja, deshalb war ich ja so überrascht.
Nee, ich mein doch den anderen, den Eberhard? Den Eberhard, natürlich, den Eberhard. Also, wie der sie nimmt und dann zum Traualtar führt. Aber sie versinken doch zum Schluss im Sumpf. Ja, ist das nicht dasselbe? Wie die mich jetzt ankickt. Sie haben ein so wunderbares Gesicht. So schön verzaust, verlegt, zerstört. Vielen Dank. Sie wären eine wunderbare Romanfigur. Das muss ich ja unbedingt zu Hause erzählen. Wo kommen Sie denn her, wenn ich fragen darf? Portugal. Ach, Sie sind Portugiese. Interessant. Sie sprechen aber gut Deutsch. Ja, ich war ja auch nicht lange in Portugal. Ich war eine elternlose Waise. Ich darf doch Notizen machen. Oh, aber ich bin geschmeichelt. Na, der wird sich ja ärgern, dieser Apotheker. Elternlose Waise. Ja, mein Vater sagte nämlich... Vater? Ich habe elternlose Waise verstanden. Ah ja, Stiefvater natürlich. Aber ich sagte immer Vater zu ihm. Rührend. Rühre nicht dran, mein Junge, sagte er. Forsche nicht nach deinen Eltern. Oh, traurig. Und doch voll mysteriöser Spannung. Forsche nicht nach deinen Eltern, sagt der Stiefvater. Herzzerreißend. Sie bekommen ein ganzes Kapitel. Oh. Sie hatten sicher eine harte Jugend. Oh ja. Oh ja. Ich glaube, Sie kriegen nicht nur ein Kapitel. Sie werden der Held meines neuen Romans. Sie sind mein Held. Ich und ein Held. Mensch, ist die naiv. Der Makel einer wahrscheinlich illegitimen Geburt lastete schwer auf ihnen. Sie mieden die Gesellschaft und grübelten nach über ihr herbes Geschick. Mit Neid blickten sie auf das glückliche Familienleben ihrer Kameraden und bittere Gefühle bemächtigten sich ihres Herzens. Allmählich macht die mir Angst. Die Schilderung dieser Seelenzustände gibt ein prächtiges Kapitel. Wenn der Bengel doch endlich wieder käme. Endlich, nach langen, schweren Kämpfen und Mühsalen, errangen sie sich Stellung und Vermögen und fanden auf ihrem dornenvollen Lebenswege eine gleichgestimmte Seele, eine edle Frauennatur. Sie sind doch verheiratet, nicht wahr? Nee, ich bin Junggeselle geblieben. Meine Schwester führt mir die Wirtschaft. Ihre Schwester? Ja, wieso denn nicht? Woher wissen Sie denn, dass sie Ihre Schwester ist? Ja, was soll denn das jetzt wohl heißen, woher ich das weiß? Sie kannten doch Ihre Eltern nicht. Ah ja. Ja. Also, ja, das ist ja eine Geschichte für sich. Eine sehr komplizierte Geschichte. Aber die werde ich ein andermal ganz ausführlich erzählen. Da scheint Ihre Schwester also auch eine sehr reich belebte, interessante Vergangenheit hinter sich zu haben. Meine Schwester? Na und ob? Ich sage Ihnen. Ja, was sage ich denn jetzt? Die wurde geraubt von Zigeunern. Und als ich sie endlich wiedergefunden habe, war sie bereits mit einem Araber verlobt. Oh, mit einem Araber? Wie kam denn das? Das geht ja noch weiter. Also, die floh nach einem fürchterlichen Eifersuchtsdrama. Da floh die, wurde aufgegriffen und wurde schließlich Ehefrau eines Ölscheichs mit Namen Mustafa Ibn Sandi, aber immer Öl. Wie schreibt man das? Och, ganz einfach. Wie Essig und Öl.
Essig und weiter. Weiter. Ja, und da wurde es ihr dann zu heiß. Und dann ließ die sich scheiden. Und dann ging die nach Lappland. Und dort lebte sie mit einem Lappen. Im Igloo. Ein armer Eskimo. Eskimo. Der war Eisschrankverkäufer. In Lappland braucht man dort Eisschränke? Nee, deshalb war der ja auch so arm. Da ist es so kalt, da muss man sich zum Händewaschen Handschuhe anziehen. Handschuhe anziehen? Ja, und da hat sie dann endlich wiedergefunden. Und wie sind Sie dahin gekommen? Per Hundeschlitten. Wie spannend. Ja, jetzt keine mehr. Die Erinnerung überwältigt mich. Aber reden wir doch mal über Sie. Über mich gibt es nicht viel zu reden. Jetzt hoffen Sie. Sind Sie verheiratet? Oder leben Sie à la carte? Ich bin verheiratet. Wie denn das? Ich bin mit der Schriftstellerei verheiratet, mit meinen Figuren. Gewissermaßen bald auch mit Ihnen. Was war, Monsieur Dame? Frau Zillertal bei der Arbeit. Darf ich bekannt machen, Professor Bernardi, Weltreisen und Löwenjagen. Löwenjagen, jetzt geht's aber los. Und Herr Klapprot, Küritz, Katzenhalter. Salam alaikum. Shalom. Wenn die Herren erlauben, werde ich mich jetzt auf mein Zimmer zurückziehen. Ich bin so voll. Ich muss mir ein paar Kapitel von der Seele schreiben. Der einsame Knabe mit einer Träne im Auge, einem wehmütigen Lächeln um die Mundwinkel, stand am zerbrochenen Fenster. Vorsicht! Bis später. Ja. Wohnen Sie auch bei Schöller? Sehe ich so aus? Na, ist sehr ordentlich. Ist nicht das Ritz, aber sehr ordentlich. Ich habe alles gesehen. Überall geschlafen. Luxushotel in Bayern, Lagerfeuer bei den Sioux, Hängematte im Dschungel. Ich schlafe wie ein Bär. Der ist ja herrlich. Ich habe in Amerika am Marterpfahl gestanden, in China vor Gericht und auf der Speisekarte bei den Kannibalen. In Grönland Eisbären gejagt, in Asien an Witwenverbrennungen teilgenommen. Bin beinahe selber sogar einmal für die Witwe gehalten worden. Nein. Ich kenne jeden Strich der Erde. Ach, den auch auf der Friedrichstraße? Sagen Sie, Sie glauben wohl, ich schwindle Ihnen etwas vor. Oh, Entschuldigung, bitte, wie kommen Sie jetzt darauf? Na, viele halten mich für verrückt. Nein. Also, darauf wäre ich ja nie gekommen. Ganz im Gegenteil, ich bewundere Sie, die Welt zu bereisen, das muss doch wunderbar sein. Soll ich Ihnen mein tollstes Erlebnis erzählen? Und da bin ich jetzt aber gespannt. Tropennacht. Hängematte. Tierischer Lärm der Wildnis. Meerkatzenspringen. Plötzlich ganz nah brüllen. Springe auf, greife zur Flinte, habe Löwen im Pyjama erschossen. Oi. Wo hat denn der Löwe den her? Den her.
Na, dem Pyjama. Ich war im Pyjama, ich hatte ihn mir in Hongkong gekauft. Reine Seide. War blau-weiß gestreift. Oh. Sagen Sie, hatten Sie schon jemals mit Löwen zu tun? Icke? Na und ob? War furchtbar aufregend. Erzählen Sie. Ja. Am Zenit. Die? Sonne? Richtig! Dort der Löwe, da Icke. Distanz? 1,50 Meter. Oh, das ist wenig. Plötzlich reißt der Löwe das Maul auf. Ohrenbetäubend brüllt. Und Sie, was taten Sie? Na, ich bin weitergegangen zum Affenkäfig. Sie haben einen herrlichen Humor. Sie gefallen mir. Und Sie lieben das Reisen wie ich. Wir werden die nächste Reise gemeinsam unternehmen, das verspreche ich Ihnen. Mit dem größten Vergnügen. Ach, bitte, sagen Sie, wie kommen Sie denn aber eigentlich hier raus? Durch die Tür, natürlich. Natürlich. Nachdem ich die Rechnung bezahlt habe, versteht sich? Versteht sich, sonst gibt's ja verschärften Arrest. Womöglich in Zwangsjacke. Ich gehe jetzt schnell auf mein Zimmer. Schön. Und stelle die Route zusammen. Ja. Tibet. Das heilige Land würde ich für uns vorschlagen. Vorsicht! Unnötig. Ich kenne den Weg. Na, amüsieren Sie sich? Oh, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Also, das ist ja besser als in meinen kühnsten Träumen, was man hier erlebt. Jetzt fehlt mir eigentlich nur noch einer, der glaubt, der ist ein Klavier. Ich bin das Klavier! Na bitte, wer sagt's denn? Ach, Herr Klapproth, ich bin heute das Klavier. Der Pianist ist nicht gekommen, also wissen Sie, manchmal könnte man irre werden. Kommen Sie, ich werde Ihnen jetzt meine Räume zeigen. Und bei der Gelegenheit stelle ich Ihnen auch meine Tochter vor. Oh. Franzi, zieh ein Kleid an. Toi, toi, toi. Wie meinst du das? Rate mal. Na, denn auch von mir. Toi, toi, toi. Ich höre, Sie sind Junggeselle. Jawohl, da hörten Sie recht. Oh, bitte, dann nehmen Sie doch Platz. Vielen Dank. Den Hafen der Ehe haben Sie noch nie in Betracht gezogen. Nee, ich habe mir bisher mit Hafenrundfahrten begnügt. Köstlich, Ihr Humor. Sie müssen öfter zu uns kommen. Ja. Ja, Sie können doch eine Frau ernähren. Ernähren? Ihr könnt sie mästen! Nudeln! Na, worauf warten Sie? Dem verliebten Mann wachsen Schwingen. Ja, und dem Verheirateten werden sie dann gestutzt. Na, kommen Sie, gehen wir nach oben. Ach, Herr Direktor, bitte gehen Sie mal schon voraus. Ich komme dann gleich nach. Ich muss mich mal einen kleinen Moment mal ausruhen, ja? Aber machen Sie nicht zu lange, nein. Ich gehe inzwischen in die Küche den Kellner ausziehen. Dem Kellner sagen, dass er meine Tochter auszieht. Dem Kellner sagen, dass er meiner Tochter sagt, dass er meine... Oh! Der hat ja auch einen Süßen. Hallo! Hallo! Na, der geht ja hier wie im Taubenschlag. Taubenschlag! Damit geben wir uns doch gar nicht auf. Ich habe Ihnen etwas ganz anderes mitgebracht. Oh, was denn für mich? Womit hat denn das verdient? Ich bin so froh, dass ich mit Ihnen einen neuen Reisegefährten gefunden habe, dass ich Ihnen dieses Präsent geben möchte. Oh, was ist denn eigentlich mit Ihrem alten Reisegefährten? Mein Bruder. Ein Löwe. Ich verstehe. Na, vielen Dank. Was ist denn da drin? Zwei Leoparden. Das hat mir schon immer gewünscht. Aber was haben Sie denn? Die sind doch noch ganz klein. Ich bin
verliebt, ich bin verliebt, ich bin verliebt. Was ist denn hier los? Ich höre so außergewöhnlich positive Töne. Ich bin verliebt. Ach, du großer Kopf. Ich muss es Ihnen einfach sagen, ich bin verliebt. Das habe ich schon mitbekommen. Aber in wen? Kannst du dich da nicht an mich erinnern? Scharmützelsee, hm? Doch. Guten Tag. Oh, guten Tag. Ich heiße Alfred. Franziska. Franziska. Schöller. Schöller. Was? Wirklich Schöller? Wirklich Schöller. Ach, da sind Sie. Klapprot. Gefällt Ihnen der Name nicht? Doch, aber Sie sind so, so, so. So, so wie? Sag ich nicht. Süß. Ja. Wie? Sie lachen wohl gern, was? Ja, ich lache gern und bei Ihnen fällt es mir besonders leicht. Fräulein Franziska, könnte ich jetzt einigermaßen sicher mit einer Verlobung rechnen? Ich glaube schon. Könnte ich dann gewissermaßen als Vorschuss einen Verlobungskuss bekommen oder ihn geben? Ich weiß zwar nicht, ob sich das schickt, aber... Ja, Fräulein Franziska, ich habe Sie was gefragt. Fräulein Franziska! Fräulein Franziska! Haben Sie denn keine Öhrchen? Haben Sie denn keine Ärmchen? Was? Was ist denn mit denen los? Alfred! Also, der Bernardi ist ja ein ausgesprochen netter Kerl. Erst hat er mir zwei Leoparden geschenkt und jetzt auch noch ein Rhinoceros. Der Rhinoceros, Gott sei Dank, nur erstmal auf Papier. Und einen Schimpansen halt auch so gut wie in Aussicht. Ich stell mir das Gesicht meiner Schwester vor, wenn ich mit all den Viechern in ihrer guten Stube auftauche. So Trauriges wie Sie nicht lachen. Wollen Sie mich beleidigen? Ich werde doch einen so verdienstvollen Militär wie Sie nicht beleidigen. Verdienstvollen Militär? Soll das eine Anspielung sein auf meine Pensionierung? Nein, nein. Mit dem bin ich aber nicht gern allein. Nehmen Sie sich in Acht mit dem, was Sie sagen. Meine Pensionierung ist völlig zu Unrecht erfolgt. Nur weil ich bewiesen habe, dass ich die Schlacht bei... Dass ich die Schlacht gewonnen hätte. Nehmen Sie Haltung an, wenn ich mit Ihnen rede. Jawohl, mit dem bin ich aber nicht gern allein. Kommt her. Sieh ich an! Der Kaiser selbst hat mir den Orden an die Brust geheftet. Gratuliere! Und gratuliere, Papa Lapap, den Orden haben alle bekommen. Den Großen hätte ich verdient, weil ich bewiesen habe, dass ich die Schlacht bei... Dass ich die Schlacht gewonnen hätte, hätte nämlich der Feind hier gestanden. Und wir hier... Wäre die Kavallerie mit einer Zangenbewegung so! Und die Infanterie als Speerspitze da! Na, da hätten wir doch gewonnen! Mit dem bin ich aber nicht gern allein. Herr Major, ja. Eine Frage. Warum haben Sie sich eigentlich damals keinen Anwalt genommen? Anwalt? Haben Sie Anwalt gesagt? Warum sagen Sie meiner Gegenwart Anwalt? Entschuldigung, ich bin so rausgerutscht. Reißen Sie zusammen, Mann. Alle wissen es, Sie wissen es auch. Das Wort Anwalt bringt mich zur Raserei. Sie legen es wohl darauf an, mich zu beleidigen, was? Sie schäbige Zivilisti! Gibt's hier keine Wärter? Ich werde Ihre Frau zur Witwe machen. Ich bin ja nicht verheiratet. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Wollen Sie damit auf eine Ehe anspielen? Ich weiß, mit wem meine Frau mich betrogen hat.
Nicht mit meinem Freund dem Admiral, nicht mit meinem Freund dem Adjutanten, nicht mit meinem Freund dem Hauptmann, nicht mit meinem Freund dem Bürgermeister. Na, vielleicht hat sie eigene Freunde gehabt. Schon wieder eine Beleidigung. Ich fördere Sie auf Pistolen. 20 Schritte Distanz. Ach, das macht nichts, das macht nichts. In Küritz hat mich auch mal jemand zum Duell gefordert, ist aber nichts weiter passiert. Warum? Ich bin einfach nicht hingegangen. So kommen Sie bei mir nicht davon. Sie hören von mir. Tegeschand! Helm ab zum Gebet. Jawohl. Mit dem war ich aber nicht gern allein. Na, Gott sei Dank kann der hier ja nicht weg, aber Icke. Jetzt aber nicht wie weg, nicht. Du willst mich nicht hören! Du willst nicht, dass ich euch etwas vorgeknabbere. Aber du sonst noch von mir hören. Du blöder Naffe! Was ist denn jetzt für eine sonderbare Pflanze? Nichts als Ärger hat man, nichts als Ärger. Ich aber schütte den Staub vor meinen Füßen und vernasse diese ungastlichen Hallen. Das ist der Beste. Den können die anderen ja nicht Wasser reichen. In denen man die Kunst nicht ehrt. Ich aber vernasse diese ungastlichen Hallen, in denen man die Kunst nicht ehrt. Und das ist ja nicht. Entschuldigen Sie, mein Herr, wenn ich mich in Ihrer Gegenwart hinreißen ließ, meiner gerechten Entrüstung zu sehr die Züge schießen zu lassen. Aber ich wusste ja nicht, dass hier jemand nauert. Einmalig. Mit wem habe ich eigentlich nicht die Ehre? Klapprot. Rentier Klapprot. Ah, Sie sind der Herr Knapprot. Klapprot. Ja, ich sag ja Knapprot. Klapprot mit L. La 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 la. Na 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 na. La 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 la. Na 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 na. La la. Na na na. Entschuldigen Sie, dieser schreckliche Buchstabe N macht mir manchmal Schwierigkeiten. Na, wie gut, dass es nur manchmal ist. Deswegen wird mein Vormund Schöner mir auch nicht seine Einwilligung geben, dass ich mich der Bühne widme. Zur Bühne? Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Sie finden diese Ausrede meines Vormunds auch nicht. Na, furchtbar nicht. Ich will Ihnen nur schnell einige kleine Proben meines Repertoires vorführen. Und da bin ich aber entzückt. Oh! Hat sich wehgetan? Ich bin jetzt Nier. Der König Nier. Sie kennen doch Nier. Na, natürlich. Keine Ahnung. Oh, ich schnuck den Sklaventod, der dich gehängt, Cordelia. Cordelia, was sagst du? Ihre Stimme war stets zärtlich, sanft und mild. Bravo, bravo. Sie sehen, ich fasse diese Rolle anders auf, ans gewöhnlich. Ja, nicht so konventionell. Ja, das sehe ich. Und höre ich. Wer schnarcht dort hinter mir? Wie? Was? Eine Ratte? Oh. Ein Pferd!
ein Pferd! Das haben Sie aber eben sehr hübsch gesagt. War ja auch kein L drin. Nein, nein, da gibt es nicht viele. Sonst heran. Was für ein Lärm. Nicht tot. Noch nicht ganz tot. Ich bin zwar grausam, aber doch barmherzig. Nicht aber unbehaglich. Eine Tonne Ronne von mir, der Othello. Wie finden Sie mein Spielen? Oh. Ein bisschen sehr natürlich. Ich lieb dich. Mich reizt deine schöne Gestalt. Meinen Sie das jetzt im Ernst? Und bist du nicht winnig? So brauche ich Gewand. Soll ich Ihnen noch etwas? Nee. Das war schon sehr gut. Sie finden an so, dass ich Talent habe? Oh, ein kolossales Talent. Ich danke Ihnen. Sie haben durch Ihr gerechtes Urteil mir wieder Mut eingeflößt. Jetzt bin ich von Senz vertrauen. Sie haben meine Lust am Theater wieder zum Neben gebracht. Ach, Neben, Sie wohnt. Gerta! Gerta! Gerta, Herr Direktor! Herr Direktor, helft mich! Kommen Sie herein. Bitte, meine Herrschaften, nehmen Sie Platz. Onkel Ludwig, ich niege dir zu Füßen. Und flehe dich an. Lass mich heute Abend zwei Gedichte deklamieren. Nein! Nein, nein, nein und nochmals nein! Ernässt mich nicht! Ernässt mich nicht! Sieht er nicht mein Nein? Knie und werde mir das nehmen. Eingehen! Eingehen! Hier auf dem Lande ist es doch noch wirklich gemütlich. Man liest die Zeitung aus der Stadt, fährt ab und an hin. Man muss Gott sei Dank nicht dort leben. Ach, bin ich froh, dass ich diese Klapsmühle kennengelernt habe. Philipp! Ja? Philipp! Ja. Da draußen ist dein Herr für dich, ein Strammer. Na, wie heißt er denn? Er sagt, er ist Professor. Oh, Professor, das wäre was für mich. Er sagt, er heißt Professor... Salemaleikum! Gestatten Sie, dass ich ablege? Um Gottes Willen, der muss entsprungen sein. Um Gottes Willen, der ist ja bewaffnet. Och, ein richtiger Mann. Der verschwindet, schnell! Der wäre was für mich. Na, was sagen Sie?
Sicher haben Sie mich schon mit Ungeduld erwartet. Ja, mit ganz großer Ungeduld. Ich habe dauernd die Tür beobachtet. Na gut, wir werden also heute unsere Reise antreten. Ja, ja. Ja, ja. Ich habe mir aber überlegt, wir fahren nicht nach Tibet. Juche. Wir fahren in den Wilden Westen. Oh weh. Sie werden staunen, was ich Ihnen da zeigen werde. Kennen Sie Mesa Verde? Oh, einer meiner bevorzugten Gegenden. Ja, altes Kulturgebiet. Ein ganz uraltes. Die hatten schon Schrumpfköpfe, bevor wir die Passfotos erfunden haben. Marokko sollten wir auch bereisen. Da zahlen Sie für eine Frau 3 Kamele. Ach, das ist ja janisch. Hier in Küre zahlen manchmal 3 Kamele für eine Frau. Also, 7.30 Uhr geht's los. Darf ich Schöller schnell einen Abschiedsbrief schreiben? Aber ja! Gut. Natürlich! Ach, bitte gehen Sie doch einen Augenblick hier rein. Da sind Sie total ungestört. Sie sind ein liebenswürdiger Mensch. Ja. Verdammt, wo sind der Schlüssel? Ida! Der Tisch, der Tisch. Der Tisch. Ja. Mensch, was mach ich denn bloß? Was mach ich denn bloß? Ruhig, Philipp! Warte mal ruhig! Schön ruhig, Philipp, schön ruhig. List statt Gewalt ist jetzt hier angesagt. Schöller! Ich muss dem Schöller sofort ein Telegramm schicken. Papier! Nee, Papier! Du darfst den Tisch nicht verlassen. Ja, das geht ja auch. Das geht auch. Nervenheilanstalt Schöller. Berlin, Chausseestraße 198. Habe Ausbrecher gefangen. Stopp. Kommen Sie schnell, stopp. Bringen Sie Zwangsjacke mit, stopp. Gruß Klapprot. Philipp, was machst du auf dem Tisch? Kann ich mir doch leisten. Immer sitzt man auf dem Stuhl, warum nicht einmal auf dem Tisch? Wo ist denn der nette Herr geblieben, mit dem du eben gesprochen hast? Da drinnen. Der schreibt den Brief. Und ich bewache die Tür, damit er nicht gestört wird. Geht es dir auch gut? Sehr gut. Da hab ich Sie. Großer J.D. auch noch. Oh, noch ein Herr. Verzeihen Sie, gnädigste Gestatten. Von Mühlenmajor A.D. wünsche einen angenehmen Tag. Ein stattlicher, ein richtiger Herr. Ja, Liebes, lass uns bitte einen Augenblick alleine. Der wäre was für mich. Fassung, Philipp, Fassung. Wie haben Sie mich denn gefunden? Sie haben Ihre Adresse bei Schöller gelassen. Ah, ja. Das war ein Fehler. Sie haben mich beleidigt. Ich bin gekommen, um Rechenschaft zu fordern. Ah ja, Entschuldigung, hatte ich ja total vergessen. Ich schlage vor, Pistolen, 20 Schritte Distanz. Mein Vorschlag, Säbel, 100 Schritte Distanz. Aber werfen verboten. Morgen früh, 5 Uhr. Was, so früh? Da muss ich mir ja einen Wecker kaufen. Ach, falls ich noch nicht pünktlich da sein sollte, fangen Sie schon mal ohne mich an. Ich erwarte Ihren Sekundanten. Selbstverständlich, Herr Major. Ah, Herr Major! Herr Major! Wenn Sie einen Augenblick bitte dort hineingehen würden. Warum? Warum, ja. Ich muss meiner Schwester Bescheid sagen. Und den Sekundanten muss ich doch auch noch bestellen. Ich komme doch gleich nach. Na gut. Aber ich warne Sie. Einen Vermühlen lässt man nicht lange warten. Nummer 2. Wie konnte ich Idiot dem Schöner nur meine Adresse da lassen? Ich glaube, den Major muss ich im Augenblick ja nicht bewachen. Der wartet ja auf den Sekundanten. Aber der Löwenjäger, der könnte ja inzwischen mit seinem Brief fertig sein. Ich muss mal schnell durchs Schlüsselloch kicken. Komisch, nichts zu sehen. Komisch, nichts zu hören. Mensch, der wird da wohl nicht eingepennt sein. Augenblick! Ich muss hier nur jemanden beobachten. Sie? Persönlich. Mensch, haben Sie mich erschreckt. Wie kommen Sie denn hierher? Ich bin aus dem Fenster gesprungen. Aus dem Fenster? Warum denn das? Mein Innerstes ist völlig durcheinander. Ja, das kann ich mir lebhaft vorstellen. Aber bitte nehmen Sie doch Platz. Danke. Bitte. Ich weiß nicht, wie ich es Ihnen begreifbar machen soll. Aber Sie müssen allein reisen.
Was? Wieso denn? Ich bin verliebt. Zum ersten Mal in meinem Leben bin ich wirklich verliebt. Und wissen Sie auch in wen? Aber doch nicht in Sie, in Ihre Schwester. Ich liebe Ihre Schwester. Und sie mich. Sie hat mich angeguckt. Und hat mich in ihren Apfel beißen lassen. Ja, Donnerwetter! Tirili, tirila, tirili, tirila. Ach, das ist ja hübsch. Was bedeutet denn das? Das singe ich immer, wenn ich glücklich bin. Tirili. Ist doch wohl nicht zu fassen, springt dieser verrückte Kerl aus dem Fenster. Und statt sich wie jeder normale Mensch das Genick zu brechen, verliebt er sich in meine Schwester. Na, immerhin kann ich den so in Ruhe halten, bis Schöller kommt. Telegramm! Telegramm! Nachsatz! Bringen Sie auch Irrenwärter mit! Stopp! Philipp, du sitzt ja schon wieder auf dem Tisch. Was? Ach ja, tatsächlich. Halt, geh schon. Ich muss dringend zur Post. Zur Post? Zur Post. Ich muss nachsehen, ob die Giraffe schon angekommen ist. Aber Philipp, ich wollte dir doch gerade sagen, wie glücklich. Ach, dieser Philipp. Wem soll ich denn jetzt mein Herz ausschütten? Wo ist denn nur mein Professor? Das ist der andere. Professor Schinier fällt mir aber besser. Oder? Wie lieb doch eigentlich mein Bruder für mich sorgt. Entschuldigen Sie, könnte ich Herrn Klapproth sprechen? Ach du großer Gott, der ist im Augenblick nicht da. Er kommt aber sicher bald zurück. Ich heiße Zillertal, Josephine Zillertal. Das ist auch mein Künstlername. Ach. Sie sind Künstlerin. Ja. Nehmen Sie doch Platz. Nein, bitte hier. Vielen Dank. Ich habe den Schirm angebunden, weil ich ihn sonst immer stehen lasse. Darf ich Ihnen etwas anbieten? Nein, danke. Vielleicht doch etwas Obst? Nein, danke. Ich bin die Schwester von Herrn Klapproth. Oh, Durchlauf! Durchlauf? Oder wie werden Sie angesprochen? Ursprünglich sind Sie doch auch Portugiesin. Portugiesin? Ihr Bruder hat mir alles erzählt. Von dem arabischen Ölscheich, mit dem Sie verheiratet waren. Mit dem arabischen Ölscheich? Der hatte Sie doch, glaube ich, aus dem türkischen Harem befreit. Aus welchem Harem? Na, an den die Zigeunerfamilie Sie verkauft hat. Verkauft? Sie sehen, ich weiß alles. Auch von Ihrem Eskimo. Auch von meinem Eskimo. War ich mit dem auch verheiratet? Aber nein. Wollen Sie mich prüfen? So, das wäre erledigt. Da sind Sie ja. Ja. Lieber Klapproth, wie freue ich mich, Sie wiederzusehen. Na, ich erst. Eigentlich sollte ich Ihnen ja böse sein. Sie böser, böser Mann. Sie haben mir den Schluss Ihrer Geschichte vorenthalten. Ach, und deshalb haben Sie die ganze Reise hierher gemacht? Ich muss es doch wissen. Sie sind doch der Held meines neuen Romans. Ich hoffe, ich komme nicht ungelegen. Ach, überhaupt doch nicht. Auch Ihnen nicht, Hoheit? Ach, überhaupt doch nicht. Da erfahre ich doch endlich einmal etwas aus unserer Familienchronik. Schön, da können wir ja gleich anfangen. Nee, also gleich geht nicht. Wenn Sie bitte einen Augenblick dort hineingehen würden, ich komme dann gleich nach. Ja, gerne. Schade.
nicht aus dem Fenster springen! Ein guter Titel! Spring nicht aus dem Fenster, du Waisenkind! Nummer 3. Sag mal, kannst du mir vielleicht endlich mal erklären, was das hier alles zu bedeuten hat? Ja, natürlich kann ich das. Also hör zu, als ich das letzte Mal in Berlin war. Nee, andermal, bitte. Wie viele Herrschaften können wir denn hier noch erwarten? Keine mehr, das verspreche ich. Das heißt niemanden, bis auf den Chef. Entschuldigen Sie, ich hatte geknöpft. Ist der Herr Knapprot zu Hause? Unterm Tisch. Nummer 4. Herzlich willkommen. Oh, Herr Knapprot. Ich freue mich, dass Sie mich willkommen heißen. Was machen Sie denn da unten? Haben Sie was verloren? Schon gut. Willkommen, Othello. Othello, ist das der Chef? Der wäre auch was für mich. Sie erinnern sich an mich? Aber natürlich, verehrter Herr Schöller. Ach, bitte nehmen Sie doch Platz. Oh, vielen Dank. Ich habe eine neue Ronne studiert. Nein. Und ich bin gekommen, sie Ihnen vorzutragen. Fein. Hinnenten. Fein. Darf ich den Apfel nehmen? Aber bitte. Der hat mir gerade noch gefehlt und keine Zelle mehr frei. Mein Onkel darf natürlich nichts von der neuen Ronne wissen. Ach, seien Sie ganz vorsichtig. Ihr Onkel weilt doch bereits in meinen Räumen. Ich glaube, ich höre den schon. Was? Ich muss mich vor ihm verbergen. Wo kann ich mich verstecken? Nein, ihr nicht. Nee, hier auch nicht, ist besetzt! Das ist aufgesetzt! Ja, aber wo soll ich bleiben? Dottie! Was? Ja, da rein, da ist noch frei! Moment mal! Das ist ein Kleiderschrank! Ja, mehr ist nicht frei! Im Schrank! Na und? Er kommt! Hier drin ist es ganz dunkel, kein Nichts! Ja, man kann ja alles haben! Er kommt! Es riecht ganz doll nach Naftalin! Nächste Mal gibt's Eau de Cologne! Er kommt! Endlich! Vielleicht kann ich Ihnen doch noch ganz schnell meine Vidententen Amin. Ich habe hier ein herrliches Requisit gefunden. Der Kneiderbügel ist die Armbrust. Den Fein, den denken wir uns. Fein. Hängt er oder hängt er nicht? Jetzt hängt er. Durch diese hohe Gasse muss er kommen. Er ist schon da! Die Onkel kommt, ich höre ihn doch! Leise! Leise! Ganz leise! Klingt's durch den Raum. Wanzertraum. Endlich! Herr Schöller! Gut, dass Sie endlich da sind. Herr Schöller! Was ist denn los? Was schreist du so? Psst, Herr Schöller. Nehmen Sie doch Platz, Herr Schöller. Herr Schöller, setzen Sie sich doch, Herr Schöller. Es riecht im Schrank. Ja, da ist auch jemand drin. Ja, dann lass ihn doch raus. Um Gottes Willen, bist du verrückt? Willst du uns alle ins Unglück stürzen? Komm her! Komm her! Ich erkläre dir jetzt alles. Also, als ich das letzte Mal in Berlin war, nee, das verstehst du sowieso nicht. Außerdem dauert es viel zu lange, also kurz.
Alle, die hier sind, sowohl der in dem Kleiderschrank, sowie die auch hinter den Türen, die sind alle Herr Klapprot! Ah. Gut, dass sie endlich kommt. Herr Klapprot, in meine Arme, Schwiegersohn. Schwiegersohn? Meine Tochter hat mir alles gebeichtet. Als ich den Namen Klapprot hörte, wusste ich sofort Bescheid. Sie liebt sie, sie lieben sie, sie lieben sich, sie liebt mich. Sie haben meinen Segen. Machen Sie meine Tochter glücklich. Ich habe sie mitgebracht. Sie sitzt draußen in der Kutsche, schön wie der Frühling. Ich bin gleich wieder zurück. Ich eile, um den Kutscher zu bezahlen. Philipp, mein Schwiegersohn. Schwiegersohn, was hast du denn da wieder angestellt? In deinem Alter? Du willst doch nicht etwa noch heiraten. Guck dich doch mal an! Vielen Dank. Ich verlange als Schwester eine Antwort. Quatsch! Ich heirate nicht, nie. Aber der Mann hat eben gesagt... Mensch, der ist doch verrückt! Und das soll ich dir glauben, ausgerechnet dir? Alles Verrückte, alles! Aus der Heilanstalt entsprungen! Komm, raus! Komm, richte dich nicht auf! Raus! Komm. Setz dich hier hin, komm. Bleib ganz ruhig. Erzähl Ida alles in Ruhe. In Ruhe? Ich habe jetzt keine Zeit für Ruhe. Die Tochter. Ich muss ja die Tochter einsperren. Aber du kannst sie doch nicht einfach einsperren. Ich muss. Die kann doch nicht frei herumlaufen. Wohin denn mit dir? Wohin mit? In die Besenkammer. Nee, in den Kartoffelkeller. Ganz egal, wohin. Egal! Ach du großer Gott, mein armer Philipp, jetzt ist er völlig durchgedreht. So, ich bin wieder da. Verrückt. Ist Ihnen nicht gut? Oh. Verzeihung, ich hatte mich noch gar nicht vorgestellt. Schöller ist mein Name. Schöller? Sie sind Schöller? Ja. Wirklich? Ja. Und Sie sind wirklich nicht verrückt? Nein. Oh Gott sei Lob und Dank. Oh Gott, ich bin geschmeichelt. Wir haben schon sehnsüchtig auf Sie gewartet. Ach. Haben Sie denn das Telegramm nicht bekommen? Nein. Wie? Dann haben Sie wohl auch keine Zwangsjacken mit und Wärter. Zwangsjacken und Wärter? Sie sind doch Direktor einer Heilanstalt. Ja. Der über der Heilanstalt? Ja, für Geisteskranke. Wer behauptet denn das? Mein Bruder, er sagt, alle sind verrückt. Dann ist er selbst verrückt. Oh weh. Meine Gäste sind alles völlig normale, harmlose Menschen. Wie Sie und du, sowieso Sie auch ich. Auch Professor Bernardi? Was, der ist auch hier. Der ist völlig normal. Oh, wie schön. Hallo! Das ist der Major. Was, der ist auch hier. Ja, und die Schriftstellerin, die, glaube ich, keine ist. Und der Schauspieler, der kein L aussprechen was, kann. Was, der tu nicht gut auch? Aus! Jetzt werde ich mich erst einmal um den Major kümmern. Ja, die Tür geht nicht auf. Die Tür geht nicht auf, die Dibbes. Geht doch. Oh, guten Tag, Tantchen. Wo ist denn der Onkel? Ich habe etwas Dringendes mit ihm zu besprechen. Ach, Alfredchen, ach. Was ist dir? Ist was passiert? Dein Onkel ist krank. Krank? Ja, sehr, sehr krank. Ja, was hat er denn? Alfred, so. Och, die wäre auch untergebracht. Ich hab sie in den Hühnerstall gesperrt. Och, hat die sich gewehrt. Es war furchtbar. Die wollte einfach nicht auf die Leiter. Entschuldige, Alfred, entschuldige. Okay, wie geht es dir?
frag mich nicht, du, hier ist die Hölle los. Die ganze verrückte Bande von Schöller ist hier. Was? Aber Onkel... Alle werden sie abtransportiert. Da der Löwenjäger, da der Major, die Schriftstellerin, der Schauspieler und vor allem diese Schöller-Tochter. Was, die Tochter auch? Aber Onkel... Das ist die Verrückteste. Ihr will mich heiraten, aber ich heirate nicht. Aber Onkel... Sag mal, kannst du noch was anderes sagen, außer aber Onkel? Entschuldige, ja. Aber Onkel... Hör auf! Es ist eine Verwechslung. Mich will sie heiraten. Ja, dich. Sie will Klapprot. Klapprot. Ach, du heißt ja auch. Klapprot. Und ich will sie heiraten. Ach, da bin ich dir aber dankbar. Was? Mensch, die ist ja im Hühnerstall. Ach, großer Gott. Wo laufen sie denn hin? Ach, diese Männer. Liebste, teuerste, zum ersten Mal in meinem Leben habe ich Blumen gepflückt. Ach, diese Männer. Ich wusste gar nicht, was das für ein Abenteuer ist. Sie stechen, beißen und kratzen, aber sie duften. Jetzt weiß ich nicht, wie man das macht. Ich möchte um ihre Hand anhalten. Und vor allem um das andere an ihnen. Oh, ich weiß ja auch nicht, wie man das macht. Ich glaube, ich muss mich jetzt wehren. Nicht bei gelernten Abenteurer. Hilfe! Der Verrückte! Na, warte! Helfen Sie mir! Na, komm! Warum stehst du mir eigentlich immer im Weg? Klapprot! Oh, sie gut, auch, dass ich sie treffe! Ja, gut! Ich möchte um die Hand Ihrer Schwester. Oh, Vater! Was heißt Ihr Vater? Wir bitten mir jede weitere Unterstellung! Der Major ist auch wild geworden! Das ist ja wie auf der Hasenjagd. Franziska! Alfred, wo bleibst du denn? Ich bin ja schon da, aber jetzt ist der Onkel weg. Na, zum Glück. Ich wusste ja nicht, dass es ein so brutaler Kerl ist. Gepufft hat er mich und in den Hühnerstall gezerrt. Nein, er ist eigentlich ein ganz lieber Mensch. Es ist alles meine Schuld. Nein, meine Schuld. Da ist noch einer drin. Keine Aufregung, es ist alles ein Missverständnis. Nicht alles, hoffe ich. Meine Nase! Ich verlange Genugtuung! Ich glaube, ich war eingesperrt. Wenn Sie kackt hier aus den Augen verloren. Meine Herrschaften, keine Aufregung. Keine Aufregung, Sie ich sind gut. Ich werde Ihnen alles erklären. Nein, ich werde es Ihnen erklären. Nein, lass es mich erklären. Nein, ich bitte Sie alle um Verzeihung. Onkel, ich habe etwas Furchtbares getan. Du wolltest doch eine Heilanstalt sehen. Ich wollte dir den Gefallen tun, damit ich das Geld bekomme. Naja, ich kannte nur leider keine. Ich brauchte doch das Geld. Und da habe ich in meiner Not, habe ich dir erzählt, na, ich habe dann in meiner Verzweiflung... Hat er dir seine Verzweiflung erzählt? Die Pension Schöller, die ehrwürdige Pension Schöller... Sei eine Irrenanstalt. Eine Irrenanstalt? Und ich ein Irrer? Ja, wir haben eine Genugtuung. Und ich einen Kuss. Augenblick, ich komme ja nicht mit. Und ich ein Irrer. Was denn, und das haben Sie alles geglaubt? Was? Sie haben nur eine Familienpension? Ich hoffe, du bist mir jetzt nicht böse, Onkel. Augenblick! Das muss ich jetzt erstmal verdauen. Da bin ich also reingefallen. Auf den Leim gegangen. Na, der wird ja lachen, der Apotheker. Quatsch!
Ich erzähle die Geschichte einfach anders und dann lache ich. Sie sind also nicht böse? Böse, aber nein. Bei so einer schönen neuen Schwiegernichte. Und Sie, Schwiegerpapa? Ach was. Schwiegerpapa, Sie? Ja, der junge Klapprot-Papa, das war doch mein Geheimnis. Darf ich um die Hand Ihrer Tochter bitten? Haben Sie Geld? Haben Sie Geld? Ja. Ja! Ja! Nein, keine Ahnung! Ja. Mensch, den hat ganz vergessen. Nuff, Knabigo! Ein Glas Wasser. Länger hätte ich es nicht ausgehalten. Vielen Dank. Oh, Sophine Neute. Liebes Publikum, haben Sie meinen Hamnet-Monolog schon gehört? Nein, geht das nicht los! Ich münze doch diese anzufeste Fneisch. Verging und löste eine Tau sich auf, oder hätte nicht der Ewige sein Gebot gerichtet gegen Sense. Ich werde Fliegen in Hans geflogen! Meine! Entschuldigen Sie vielmals, meine Herrschaften, aber es ist schrecklich mit Ihnen. Und Sie, Herr Klapprot, Sie sollten sich schnellstens in ärztliche Behandlung begeben. Oh ja, bitte, Philipp. Ach, jetzt halten wohl alle mich für verrückt. Jawohl, eine schäbige Zivilistin. Ja, prima. Da steht er ganz schön blöde da. Wie Napoleon nach der Schlacht von St. Helena. Das war die Schlacht bei Waterloo. In St. Helena ist er gestorben. Habe ich jetzt St. Helena gesagt? St. Helena. Mein L ist wieder da. Ich habe es bei demselben Wort wiedergefunden, bei dem ich es verloren habe. Herr Klapp. Oh. Schön. Frau Zillertal. Ich gratuliere. Onkel Scheller, mein Junge. Jetzt hält mich nichts mehr ab, zur Bühne zu gehen. Die Träne quillt. Das Doppel-L habe ich auch wieder. Eugen Scheller, das ist ja glänzend. Meine allerherzlichste Gratulation. Das Publikum nächst nach Ihnen. Laufen Sie los! Laufen Sie los! Na, 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 na. Na, der wird nachen, der Apotheker.